Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie sowie als auch des RPGs. Weiter geht es im wunderschönen Spiel Baldur's Gate 3 von Larian Studios. Wir spielen Crispahn Goldbart oder Grisbart, wie Fayette immer zu sagen pflegt. Ich nehme diese Folge am helllichten Tag auf. Ich habe mal wieder ein bisschen Freizeit gewonnen, deswegen ist es ein Stream sogar zu früher Stunde, aber auch nicht so lange. Aber ich habe einfach noch mal ein bisschen Lust auf Lager-Action. Ja, ich mal gucken, ob ich noch zu den Druiden komme. Das werde ich wahrscheinlich auch wieder 5 Folgen lang ankündigen. Und schaff's da nicht. Wir machen aber jetzt Lager. Wir haben nämlich ganz schön einen auf den Dates bekommen. Und ich möchte auch, dass es in der Story einfach ein bisschen weitergeht. Deshalb jetzt ab ins Lager. Da sind wir wieder. Wunderschön. Lagerplatz. Traumhaft. So, wir gerade nochmal schauen. Ihn müssen wir nämlich ansprechen. Das haben wir nämlich auch gar nicht getan, seitdem wir den geholt haben. Der hat Sehnsucht. As predicted. Gab ein Update. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Und das hat ein paar Sachen verändert, aber auch nicht alles. Ich gehe jetzt erstmal in meine Überwachung über und guck mal gleich, dass hier alles soweit passt. Ihr habt eben was sortiert. Was habt ihr gemacht? Beyond mortal realm. There doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid. To thy undertaking. Bin ich vielleicht sogar wirklich bereit, einen Mietling mal mitzunehmen? Ja, ist jetzt, erstmal wurscht. Ich werde erstmal die Hauptstory spielen, natürlich mit den Hauptcharakteren, aber es verlockt mich sehr, sehr, sehr. So, werden diese Mietlinge bereitwillig zu mir stoßen? Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Wunderbar. Glaubt ihr, ich kann diesen Kultisten trauen? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Ein signifikanter Unterschied. Beeindruckend, könnt ihr uns noch auf andere Weise helfen. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Okay. Hilfreich. Im Moment ist allerdings niemand von meinen Leuten tot. Indeed. Farewell. Das wird aber noch kommen. So ist es nicht. Ja, dann haben wir das auch gedingst. Ich könnte mal eigentlich diese Speere darüber ziehen. Das gefällt mir hier schon nicht mehr. Dass ich nicht vergesse, dass ich das hier habe. Das solltest du nicht tun. Ja. Ich wollte doch nur hier was rüberziehen, Spiel. Du sollst mir doch jetzt nicht an meinen Morgenstern überziehen. Ich guck mal kurz in mein Inventar rein. Tatsächlich, der ist jetzt. Er leuchtet auf jeden Fall, aber es hat nichts angezeigt, ne? Überzogen mit verdünntem Öl der Schärfe. Ja, das geht jetzt langsam weg. Ich will es nicht nochmal neu laden. Dann ist es jetzt einfach fort. Ich kann es jetzt nicht ändern. Was nehmen wir denn da rüber? Diesen Trank nehme ich mal mit rüber. Ich will das rüber sortieren, das gefällt mir einfach nicht. Und die Feuerresistenz hätte ich gerne mal hier drüben. Und das da schieben wir mal dahin. Ja, ich kann das auch aus dem Inventar nehmen, bla bla bla, aber. So. Ja, ich habe mal wieder nicht genug Lagervorräte, um zu lagern. Und sie wollen nicht wirklich alle reden, oder? 3 Ausrufezeichen sehen wir hier. Mit wem fangen wir denn an? Ich denke mal, wir fangen an mit
Astarion? Wir fangen mit Astarion an. It's quite a sight. The stars, I mean. I could take or leave your chin. Ihr wirkt entspannter. I am. I've been thinking. Reflecting on what tomorrow might bring when we meet this goblin priestess. Will she know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Was denn? Werdet ihr mich vermissen? Why not? You've been to the Hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not normally impressed by people of your stature, but you're stronger than I gave you credit for. Oh Gott. Ich versuche nur zu überleben, wie ihr. Yes. We're more similar than I thought. Geht es euch gut? Hm? Oh, I was leagues away. I just need to get some air, clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. Wunderbar. Schnell speichern, erfolgreich. Gut, dass ich einfach meinen Trank weggehauen habe. Dann gehen wir mal zu unserer Geriesgilden Schattenherz. The leader of the pack comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. The sooner we find this priestess Gut, the better. Can't wait to get rid of this thing in my head. Das könnte unsere letzte gemeinsame Nacht sein. Sehr offensiv. Was werdet ihr tun, wenn das alles vorbei ist? Head to Baldur's Gate. Someone's waiting for me. Oh, ja, wer denn? Let a girl have some secrets. Was there anything else? Wie fühlt ihr euch? The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? Vielleicht könnte ich euch fesseln und nach einem Heilmittel suchen. Really? I'd just kill you. Anyway, get some rest. Try not to dream about tying me up. Sorry, ich wollte helfen. Hallo? Ich habe nicht mal im Ansatz an sowas. Also, Mädchen. Da kann man machen, was man will. Dann willst du abends einen Smalltalk halten und dann kommt wieder sowas bei rum, ey. So, meine Githyanki-Freundin, die hier schon mit der Armbrust rumsteht, warum auch immer. Mit der sprechen wir am Schluss. Jetzt kommen wir erstmal zur Will. Muss man machen, kurze Story. Tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Klar, zuversichtlich, mich wird keine winzige Larve überwältigen. Courage in danger shadow. I love to see it. But shouldn't the shadow have crept closer? Gone darker by now. Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Oh, das Dritte ist zu geil. Etwas an uns ist besonders, oder an unseren Larven zumindest. Indeed. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next.
And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Wenn du das sagst, hast angefangen. Da steht's ja schon wieder. Ist jetzt gut mit deiner Armbrust. Hör auf, da mit dem Ding rumzuzielen. Was ist los mit dir wieder? A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Aha. Hideous. All of it. Genau. Would that I were doing battle up there, among the tears. Was meint ihr mit Tränen? Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crash. Kalea. Stammen alle Githyanki von den Tränen? Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Kalir is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slit my cousin's throats at the Varsh's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. Okay, Madame. Wunderbar. Gerade mal prüfen, ob irgendwelches Futter hier drin ist. Nee. Wir sollten mehr als genug Lagervorräte haben und wir können es ja mal kurz überprüfen, wie es in der Reisetruhe aussieht. Leer. Nur Spinnenweben. Nö, guckt euch das mal an. Ich habe nicht genug Lagervorräte. 7 allein hiervon. Just saying. Keine Ahnung, woran das liegt, dass diese Meldung immer kommt. Ja, die Dinger, obwohl sie im Inventar werden. Ah ja, cool, werden ausgewählt. Ich habe die irgendwie in einer. Nein. Wir nehmen mal die 8 Karotten hier. Wir nehmen uns noch eine Weinkaraffe mit. Der Käse sieht doch ganz lecker aus. Jetzt noch 5, ne? Aha. Jetzt wird das Spiel immer so ein bisschen streng zu einem. Na, 10 ist der Wert. 4. Ich will das genau machen, Leute. Ich will das genau machen. Jetzt haben wir noch irgendwas mit 1. Sonst gibt es jetzt irgendwas extra. So eine Pfahlminze gibt es noch mal ein bisschen extra heute, ne? So, dann haben wir hier 41 von 40. Das verrät auch, dass ich eine Schwierigkeitsstufe, ne, drunter spiele. Es gibt viele Möhrchen heute. Ein bisschen was zum Saufen. Das muss sein. Und dann ab in die lange Rast. Na, wer schleicht sich denn dann nachts raus im Camp? Der Typ mit seinen Bite Marks am Hals. Mit seinen Bissspürchen. Was macht denn der da? Haha. Ah, erfrischend. Super, jetzt sind wir komplett fresh für die Dinge, die uns jetzt gleich erwarten werden. Freut mich. Auf geht's, wir müssen uns eine Heilung suchen. So. Da haben wir ja so schön gecheatet. Wo wollten wir als nächstes hin? Wir wollen als nächstes da lang. So, reden wir mal mit dem kleinen Doni. He stares right past you, as if you're invisible or boring. Dich umdrehen, um seinem Blick zu folgen. You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Nachforschungen. Juhu, minus 1 in Intelligenz. Ein wichtiger Wert natürlich auch, ne? Weil ihr mit, wenn ihr ein Magier spielt,
ist der eine Wert, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nicht falsch, Weisheit auf den Schaden und die Intelligenz geht auf die Slots, wie viel ihr zaubern könnt, Zauberplätze, so rum. Ne? Sollte auch mal erklärt werden. Oh, kritisch gescheitert. So viel zu meinem saftigen Würfeln. You look the rocks over, but find no sign of a way through. Ja, super. Finde ich das Geheimversteck der Diebesgilde hier auch nicht. So was. Jetzt habe ich das gespoilert, ne? Auch noch. Meine Herren. Wir müssen auf jeden Fall nochmal dran denken. Zu verkaufen, weil ich schon wieder ganz viel Blunder mitgenommen habe. Haben wir dafür einen Schlüssel zufällig? Nee, haben wir nicht. Can't afford to stay idle. Let's pop you open, shall we? Machst du easy? Machst du nicht easy? Wow, Glück gehabt. Still breathing, despite everything. Oh, ein Goldring. Das hätte ich gerne. Hat mir mit dem geredet? Ich glaube ja. So, dann wollen wir uns mal hier ein bisschen veräppeln lassen von den zwei Kids noch. What's up for discussion? Hold out your hand, Mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. Schickes Kunststück. You haven't seen anything yet, Mister. Go on. Take the ring and watch your fortune change. Aha, das werde ich auf keinen Fall schaffen, aber ich versuch's trotzdem. Fingerfertigkeit, seinen Trick kopieren und den Ring verschwinden lassen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Das reicht diesmal nicht. Na, geil. Hard luck, Mister. But like I said, we can change that. Watch. Weggehen. Oh, geil, hey. Ja, Lella, moin. Fast richtig, er zahlt immer nur ein Attribut. Bei Magiern Intelligenz, bei Klerikern Weisheit. Das geht sowohl auf Slots, Attack Bonus und Spell Save DC. Und moin, Jalila. Ja, ja. Schön, danke für deinen Hinweis und Tipp und Trick. Apropos Tipp und Trick, wir haben ja jetzt Metallhandschuhe nochmal bekommen. Die könnten wir doch jemanden vielleicht anziehen. Oder einfach verkaufen. Schauen wir mal. Ja, du könntest bitte in den Geldbeutel gehen und du bist halt tatsächlich was wert, kleiner Goldring. So haben wir das und dann haben wir hier die Metallhandschuhe. Die geben einfach nur auf die Stärke. Ich habe die ja schon. Die sind aber, was sind die für ein Typ? Eine mittlere Rüstung. Dann bitte zu den Waren hinzufügen. Ist Geld wert, ist auch gut. No one back home will ever believe this. Ich will mich von denen nicht unbedingt veräppeln lassen. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, sag okay. Ich könnte mit dem auch handeln, aber vielleicht machen wir das mal ein anderes Mal. Jetzt gehen wir hier endlich zu den Druiden, wie ich das schon seit einer Ewigkeit versprochen habe. So, ich aktiviere mal mit Tieren sprechen. My daughter, go right now! She's a thief, Hellspawn. And you will wait for Corga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Ragrisham, or I'll rip your damn throat out! Nicht so aggressiv, Leute. Es sind nur Goblins, die euch bedrohen. Ganz ruhig. We need to get Arabella out, now! You heard the guards.
They're waiting on Corker to give word. I'd sooner trek through the nine hells than trust that snake. Ugh. Schlange ist ein gutes Stichwort. Ich habe gesehen, was passiert ist. Warum haben die Druiden eure Tochter? Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. She was caught. Foolish child. Let them judge her. Sie ist noch ein Kind. Die Druiden übertreiben, ich rede mit ihnen. Ach übrigens, ne? Elela, ne? Falls du noch da bist, ne? Guck dir mal diese schön designte Rüstung von mir an, ne? Das ist doch, ne? Ne? Erinnert uns irgendwie in diese Farbgebung an irgendwas, ne? Ha, das habe ich toll gemacht. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Ja, verständlich, so euer Kind, ne? So, jetzt lassen wir uns nochmal von Druiden blöd anmachen. Moinsen. Come, Magrin. Give him a chance. You, get back. Nö. Warum? Was ist denn hier unten? It's forbidden to outsiders. Corgers orders. Ich will keinen Ärger. Kann ich nicht einfach passieren? No. And you'll find trouble all the same, unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh. I understand. You. Apparently Corga wants to see you. Go ahead. Das ging schnell. What's hiding here? Oh, das ist wirklich Mobbing. Der Zwerg muss überall hochklettern. Da müssen wir später noch lang. Darf ich auch nicht vergessen. Jetzt kommen wir ins heilige Becken. Machen sie ihr Ritual und diese Tochter, die wollte das hier stehlen. Das Idol von Sylvanus. Ich aber nicht. Ah. Habt ihr Lust auf ein längeres Gespräch? Nein? Ja, ist gefärbt, Jalila, ist gefärbt. You were at the gates just now, no? When the goblins came, you saw them up close? Und danke, Jalila. Questions, if you please. There's no overstating my interest. Nun, von mir aus fragt. Glory. Now then. How would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Eine genaue Beschreibung liefern. Goblins were of a rare, gem-colored hue and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Ein Drache, da war kein Drache. Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Hoffe ich doch. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Ja, sie riefen den Namen wie ein Kriegsschrei. They did, didn't they? Oh, oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Ja, das ist Blasphemie. Aber glaube der Goblins, ich bin Paladin, ich muss so antworten. Pergament und Tinte nicht wert. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it.
Das ist sehr richtig. Und das ist sehr dumm. Wartet, warum habt ihr vorhin einen Drachen erwähnt? My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Ich will gerade noch was ausprobieren, Leute. Pardon me, I must prepare to travel. Good day, my friend. Ich habe nämlich da unten einen Handel-Button. Jetzt können wir eben nämlich den ganzen Schrott, den wir zwischendrin eingesammelt haben, einfach mal fröhlich verkaufen. Ja. Er hat sogar Sachen für euch dabei, wenn ihr da was haben möchtet. Gibt sogar einen super Bierkrug. Und der kostet mich 4 Goldmünzen. Und ihr werdet es jetzt kaum erraten, ich kaufe mir diesen Bierkrug von ihm. Ich überlege gerade noch, ob er nochmal irgendwas Cooles hatte. Er hatte noch das flüsternde Gespräch, den gesegnete Gnade. Wenn du eine Kreatur heilst, erhält sie 2 Züge lang einen Bonus von 1d4 auf die Angriffs- und Rettungswürfe. Yes, das ist nämlich auch etwas, was ich gerne ausrichten möchte, weil wir schon rein theoretisch heilen können. Das finde ich ein Gegenstand, den möchte ich einfach mal haben. Ja, und ich kaufe mir tatsächlich diesen Bierkrug, er ist randvoll und er bringt auch irgendwas. Und den nehme ich aus Roleplaying-technischer Sicht einfach mit, den möchte ich haben. Ne? Muss auch mal ein bisschen Roleplay betreiben, ist jetzt irgendwie nicht mehr hier, aber okay, vielleicht ist auch mein Waren dabei, den hätte ich gern dabei. Weggehen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Der ist jetzt irgendwie verdummbeutelt oder ist jetzt wirklich in irgendeinem meiner Waren und Güter verschwunden, weil ich möchte den eigentlich genau nicht... Nein, da ist er ja. Da darf er mit dabei sein. Das ist schön. Ja, jetzt hat der Zwerg Roleplaying-technischen Bierkrug dabei. Ja. Yes, I see. Just a moment. This man is recording my story. Tut er nicht. I am far from home. As the colorful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Ja, fast schon seherisch. Könnte passieren hier. Might be useful. Die gute alte Alt-Taste. Immer schön die Sachen lesen. Wer weiß, ob man es nochmal brauchen könnte. Da müssen wir auch noch lang. Irgendwann. Müssen wir uns kurz Platz schaffen. In Vasen gucken lohnt nicht. Aber ich kann nicht wieder stehen. Sie stehen da, damit man reingucken kann. Also tue ich's. Seht ihr? Hat sich nicht gelohnt. Kannst du ein wenig zur Seite rücken? Ich muss den Aufzug benutzen. Okay. Gut, muss ich nicht, war gelogen. Ich gehe einfach weg. Sonst gehen wir noch zu diesem kleinen Vogel. Der ist auch nochmal witzig. Schauen wir mal. Der hat hier nämlich einen kleinen Schatz angehäuft. Den wollen wir gerne haben. Shh, I'm concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Ich darf eine Zwergfähigkeit benutzen. Eid, ne? Und sowas. Kann sein, dass ich jetzt schon mein Eid breche. Ich bin sehr, sehr gespannt, die Zwergenantwort zu überzeugen. Nehmen Sie nicht mit rein. Das Metall ist von schlechter Qualität und wird schnell grün. Oh oh. Und Eid gebrochen. In 3, 2, 1. Alles bloß keine 1 würfeln jetzt. Der Rest ist Wayne. Yeah. Yeah, you're right. This is better. Es kommt keine Meldung, dass ich ein Eidbrecher bin. Faszinierend.
Jetzt können wir nämlich hier, ohne dass es Diebstahl ist, die Sachen mitnehmen, wie zum Beispiel das Weizen. Oder ein Vergrößerungsglas. Und einen glänzenden Schlüssel. Ein Federkiel. Und das war's. Wir brauchen ein paar Sachen, um Dinge zu brauen. Deswegen nehme ich das jetzt hier alles mit. Ab hier ist alles Diebstahl wiederum, ja. Da ist noch eine Tafel, aber auf der steht nichts Interessantes drauf. Dann gehen wir mal kurz in die Alchemie rein. Halt, das war glaube ich doch bei die H-Taste, ne? Ja, es gibt ein bisschen was, Sublimat. Herbstzeitlose. Extrahieren. Oder alle Zutaten einfach extrahieren, dann geht's schneller. So. Und wir können Tränke herstellen. Wir könnten Gegengift herstellen. Jawohl. Sehr schön. Gemacht. Ruckzuck. Wow, man sieht so viel. Dann machen wir das hier noch. Speak. Was habt ihr zu dem Vogel gesagt? You do not. Überzeugen. Ich habe den Hain verteidigt. Ich bin nicht euer Feind. Boah, dass ich das immer wieder auswählen muss. Seht ihr, wie überzeugend der ist? Ha! I... Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. Klingt, als müsse sie aufgehalten werden. Wie kriegen wir das hin? A druid and an outsider. We can do nothing without turning the others against us. Only Master Hulsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Was ist mit Hulsin passiert? He left with the adventurers. They went treasure hunting in an old temple near here. Master Hulsin did not chase treasure. I do not know what he was chasing. But he never returned. Es gibt doch ein Ritual, das den Hain schützen kann. Helft ihr bei den Vorbereitungen? I would prefer not to. But if Master Hulsin does not return, Korga will give the order, and my voice will not matter. Ja, wir haben einfach hier Sachen dazu bekommen. Weitere Informationen. Nicht verkehrt. So. Dann machen wir das eine noch. Wenn er mit dem Schwein spricht, bringt es euch nicht so viel. Das ist ja ein lustiger Dialog, aber den überspringen wir jetzt. So, jetzt geht's ab, Leute. Wer es nicht kennt, anschnallen. Madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Diebin, Gift, was hat das Mädchen wirklich verbrochen? Girl, you mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here,
until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Also, was habe ich denn hier? Oh, überzeugen ist gut. Paladin überzeugen, plus 3, plus 2 und die Mächtigkeit, das normale Überzeugen auch. Die Paladin-Antwort, wenn ich sie schon mal habe. Aber es wäre ja auch, verrückt, wenn die Kaga und die Tieflinge zusammenarbeiten würden. Ne? Dann hätten sie einfach mal eine größere Schlagkraft. Aber sie verlassen sich auf ihr komisches Ritual. Wie, es gibt jemanden, der dieses Ritual, wie soll ich sagen, negieren kann. Ne? Tja, wenn, was auch immer macht ihr Superschutzschild, ne? Was auch immer. Kann alles irgendwie auch kaputt kriegen. Also dann machen wir das Paladin-Antwort. Ich kenne mich aus mit Gerechtigkeit. Bringt euren Fall vor und ich lasse sie walten. Oh, jetzt muss ich es nicht dazu nehmen. Wunderschön. Bam. Ach so, ja, das mit den Werbeunterbrechungen. Ja, Lella, muss ich noch einstellen, nochmal neu. Da ist irgendwas nach einem Update durcheinander gekommen. Ich entschuldige mich da dafür. Ich hatte das eigentlich ganz, ganz anders eingestellt, dass schon Werbung kommt, weil ich komme nicht dran vorbei, leider, weil ich jetzt Affiliate bin. Kirchendingens, ich kümmere mich drum, Jalella. Jetzt gerade nichts mehr machen, aber beim nächsten Stream ist es dann wieder in Ordnung. Vielen Dank für den Hinweis. Very well. I'll defer to your ruling. My circle has offered grace to these outsiders. We gave them shelter from storm. We nourished their bellies. In return, these devils lured in a horde of goblins. And their spawn stole the one relic that might keep us safe. We've taken back our relic. But I will keep the fiend caged till our protection rite is complete. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Kind? I was scared. They said when the rite was over we'd have to leave. But there's goblins out there and worse. And it's nice here. So I took the idol. I thought maybe then we could stay. Please let me go. I'll be good, I swear. Well, Paladin, what say you? Bringt das Mädchen zu seiner Familie zurück. Sie ist reuig. Und ihr habt euer Relikt wieder. Thank you, thank you, thank you. Sif, sif, Teela, to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Bin ich nicht ein gerechter Welcher? Kirchendingens. Nicht verraten jetzt. Also, was ich beobachtet habe in diesen Runs, und ich bin noch nicht so weit gekommen, ne? Also, ihr tut ja immer die, da geht es jetzt auch gleich drum, ihr Ärmchen weh. Ich glaube, ihr Ärmchen tut immer weh, wenn es irgendwie mit dunklen und bösen Mächten zu tun hat. Aus irgendeinem Grund, glaube ich, triggert das sie immer. So wie eine Art Warnung, ne? Ja, habe ich so langsam das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich recht habe oder nicht. Wir werden sehen, ne? Aber finde ich auffällig. Wir reden deswegen jetzt auch erstmal mit ihr. Ihr kennt das natürlich alle, ihr Experten, die ihr das hier guckt. Aber für mich ist es noch Rätselraten, was es mit ihrem temporären Schmerz immer auf sich hat. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. Ich wollte dich vorhin fesseln. Something I have to live with. Wie sehr tut es weh? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Seid ihr sicher, dass es nichts mit den Larven, dass es nicht mit den Larven zusammenhängt? Positive. You can trust me on that. Positive.
dich anderen Dingen zu wenden. So, was hast du denn jetzt für ein Problem? That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Es war monströs, ein Kind so fortzuführen. Gut, dass wir eingeschritten sind. Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Das ist durchaus richtig. So, meine Damen, meine Herren, als nächstes kümmern wir uns um die Heilung. Schauen wir mal. Gibt es auch ein Logbuch? Ich will es nur lesen. Nicht, dass es nachher heißt, es ist Diebstahl. Ich mach mal kurz F5, das will ich rausfinden. Rettungswurf gelungen. Verängstigt. Aha. Da ist ein Wolf in ihre Nähe gerückt. Das gibt später eine entsprechende Gesprächsoption. Ich sag mal, aufheben und zu den Waren hinzufügen. Das geht. Hui. Aufheben. Ups. Nein, nicht schon wieder. Arg. Warum? Ach, geschafft. Sie hat sich ja gerade eben beschwert, dass man, ne, hier uns die Bäuche vollschlagen. Und was mache ich? Mir erstmal den Bauch vollschlagen. So kenne ich das. Hier ist alles Diebstahl. So. Hier gehen wir noch rein. Das Dienstbotenquartier. Oh, viel Text in Liebe. Abigail. So weit, so gut. Ich glaube jetzt mal hier nichts, ne? Wir sind ja Paladin-Gedöns. Und welchen Schwur hat der Zwerg denn? Fragst du ja, Lilla. Also, Sekündchen. Ich hab doch hier... Nee, nicht im Reisesack. Wo ist das denn? Arg! Hier hab ich's. Eid. Eide und Lehren der Paladine. Und dann ist der Schwur der Ahnen. Schwur der Hingabe und Schwur der Rache. Und schon wieder eine Werbeunterbrechung, er hat echt recht. Ich sollte vielleicht das flüsternde Versprechen noch anwählen. Zack. Nochmal zurück, dass du es auch mitbekommst. Entschuldige für die Unterbrechung. Also der Schwur der Ahnen. Der Morgentau umklammert das Gras auf der Lichtung. Die singende Vogel begrüßt die aufgehende Sonne. Das Klimmern des Dämmerungslichts spaziert über die brechende See. Alles ist perfekt und es ist eure Rechte. Perfekte Pflicht, es zu beschützen. Es sind die Freude des Daseins, der strahlende Ruhm, der Erschöpfung, die ihr im Herzen tragen müsst. Lasst sie euch nie entgleiten, Paladin. Lasst sie euch nie nehmen. Was heißt denn hier welcher denn? Ich verstehe nicht, was du... Er hat den Eid der Ahnen. Dann muss es wahrscheinlich auch der Schwur der Ahnen sein, oder? Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Also, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt alle drei in dem Schwurbuch
Ich dachte, sie triggern alle irgendwie. Aber wenn es nur der ist, dann ist es halt so. Ja, also hier. Ne? Eiter an. Ja. Ich finde es halt sehr schmächtig, mit dem, was ich vorhab, halt ihm halt unfassbar viele Trefferpunkte draufzusetzen, ne? Pro Level up und so weiter. Das stackt halt ziemlich heftig und das finde ich ganz, ganz, eigentlich ganz cool. Oh, ich habe dem echt den magischen Ring weggeklaut. Okay. Cool. In dem Buch stehen drei, aber man hat einen als Paladin. Einen davon. Okay, dann ist es eben dieser Schwur. Ne? Der Naturschwur. Oh, hallo Wolf. Ich gehe nochmal kurz zu Schattenherz. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Nö. Kommt nichts zu dem Wolf. Ist ja auch nicht so schlimm. Okay, wie angekündigt, nicht so lange heute. Ich lese jetzt noch mal kurz den Chat. Ja, Jelena, du wählst einen aus als drei. Frag mich aber nicht mehr, was alle, die drei, die da halt drin stehen. Kann ich das irgendwie, nee, ich kann das jetzt nicht mehr nachgucken, ne? Irgendwie da abtauchen oder so. Also wählst auf jeden Fall aus, du wählst auf jeden Fall aus. Und dann habe ich mich einfach für diesen Pfad entschieden. Musst du meine älteren Folgen gucken, Jelena. Ne, Folge 1 oder so, wenn mich nicht alles täuscht, da erkläre ich das alles nochmal, auch warum ich mit einem neuen Spielstand anfange und so, kann ich dir sehr empfehlen, das geht auch relativ schnell tatsächlich, ich bin da nicht 5 Stunden in der Charaktererstellung, keine Sorgen, ich habe mir da vorher Gedanken gemacht und ich habe es mir selbstständig Gedanken gemacht, also zu diesem Charakter zumindest, ne? Den Reskill von Schattenherz, das ist ein paar Folgen her, da hat mich Fayette unterstützt, ne? Dass wir hier Schurke Kleriker haben. Was jetzt dann mehr auf Schurke weitergeht. Bei Kleriker mache ich nichts mehr. Na? Okay, gut. Ist jetzt auch wurscht egal. Ja, da stand es schon, aber die Auswahl meine ich. Die Auswahl habe ich gemeint, ihr Lilla. Dass du siehst, was am Anfang. Es sind drei Stück, mir fällt es gerade nicht mal ein. Eiter Ahn, Eiter Gerechtigkeit. Was waren das? Irgendwie diese drei Dinger, wo diese Standard-3 nichts irgendwie ausgefallen ist. Ne? Ist auch wurscht jetzt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Auf YouTube nicht vergessen zu liken und auch den Kanal zu abonnieren und mir hier bei Twitch auch folgen. Und wer ein Abo raushaut, der sieht die Werbung auch übrigens nicht. Dann ist es abgestellt. Das liegt aber nicht an mir, das ist einfach so grundsätzlich. Jo, ciao, Jalela, mach's gut, habt noch einen schönen Tag. Und ihr alle auch. Abend, morgen, was auch immer. Ciao, ciao.